Mir geht es um die Größe. Und wenn alle jetzt denken, den Penis, ich meine auch von der Vagina. Also da gibt es doch sowas wie Passung oder Nichtpassung, oder? Gibt es das? Ich habe hier ein Aufklärungsbuch mitgebracht. Das Kama Sutra, das weiß kaum jemand, das ist genauso wie mein Make More Love Aufklärungsbuch für Erwachsene, war das Kama Sutra das erste Aufklärungsbuch der Welt für Erwachsene. So 200, 300 nach Christus, also so alt ist es, die Aufzeichnungen des Kama Sutras. Und es geht nicht, wie viele denken, immer nur um Stellungen da drin, sondern auch um, ja, unter anderem auch um Beziehung, Liebe, wie man es so macht, gute Ratschläge, ja, und auch um Stellungen und auch um Größen von Penis und Vagina. Und die Ausdrücke dafür, ich habe mir die hier so einmal aufgeschrieben, dann kann man sich ja mal überlegen, was ist wohl, das ist der Mann, größer, das ist klein, normal, das ist etwas größer und das ist groß für den Mann. Also da haben die im Kama Sutra so diese Begrifflichkeiten festgelegt, ein Mann kann sein, oder hm. So, dann haben sie aber sich überlegt, ja, wir haben hier auch das Gegenstück, also die Frau oder die Person mit einer Öffnung, die hat auch drei Größen. Sie kann eine Gazelle sein, das kann man sich fast denken, so ein bisschen, ach, die springt so, Gazelle. Oder die Stute, die ist größer, oder Elefantenkuh, das ist denn das Größte. Und jetzt haben sie sich so überlegt, was passt zu wem? Also passt dann, ja, Hase mit Elefantenkuh? Das hört sich so witzig an. Und wieder ist das nicht ganz so witzig, weil, ja, es gibt Passungen, die ja, vom möglichen Genuss her optimaler sind als eine andere. Und Klienten sagen zum Beispiel, ich spüre meine Frau gar nicht mehr. Nach den Kindern. Jetzt hört es sich so an, als ob sie groß geworden ist. Ich wollte es wirklich genau wissen und habe eine Physiotherapeutin, die ich kenne, die auch sich in der Sexualität und auskennt und vaginal, anal zum Beispiel untersuchen darf. Und sie sagt, ja, ich kann es nur feststellen, an diesen Größen ist was dran. Das ist das eine. Also es gibt große Frauen, schmale Frauen, große Männer, kleine Frauen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich auch an der Grundgröße, man kann was tun. Weil das ganze Geschlecht um den Penis herum und um die Vagina herum ist voll mit Beckenboden. Ich werde öfter davon reden, Beckenboden, was ist das und wie trainiert man das und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn diese Muskulatur gut trainiert ist, kann man natürlich aus weit auch ein bisschen enger machen und so weiter. Das kann eine sehr wichtige Frage sein für ein Paar, weil ich denke, dieses, ja, das war noch nie so, oder wieso spüre ich nichts, das muss an dem anderen liegen. Schuldverteilung. Und das bringt ja nichts. Viel besser könnte man sich fragen, wie mache ich es, dass wir beide einander gut spüren. Also, Größe kann eine Bedeutung haben und man muss es aber nicht als allein aussagen, also allein entscheidend sein lassen. Genau. Ja. Ich zeige euch zum Abschluss einmal ein bisschen Sex einfach, damit es so ein bisschen unangenehm, wenn man sagt, oh, da gibt es vielleicht Dinge, die ich nicht ausgleichen kann. Ja, ich kann nur sagen, man kann meist was tun. Also wenn man sich gut auskennt mit dem Körper und was man damit machen kann, dann kann man viel, ich würde nicht sagen ausgleichen, sondern auf sein Optimum bringen. Man kann das Beste draus machen. So, und jetzt ziehe ich einfach diese lustigen Kamasutra-Leute, die haben meist irgendwelche Stellungen, wo man, ich frage mich immer, wie kommt man da rein und wie kommt man da wieder raus? Hier muss man schon mal bohren und sich aufhängen und so weiter. Und auch da ist es so, ja, das kann bestimmte tolle neue Empfindungen machen, aber man muss nicht alles mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ein wichtiges PS, ein Tipp. Wer genau wissen will, was kann ich unter anderem tun, um an den Größenverhältnissen was zu verändern, das zeigen wir in Teil 2.